Meine Lieben, ich hoffe, die Aufnahme ist immer noch im Kasten jetzt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Minecraft hat sich gerade minimiert. Das ist mir noch nie passiert. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich baue mich jetzt mal nach oben. Vorsichtig. Und bringe hier mal und hier mal einen Block an. Dann schiebe ich mich einen nach vorne. So. Jetzt hier wieder. Nein. So. Boah, habe ich mich gerade erschrocken. So. Dann mach mal hier dran. Hier dran. Hier dran. Da dran. Da dran. Das rupfen wir jetzt erstmal raus. Und das glaubst du. Oh, da habe ich aber gerade was Gefährliches getan. Das sollte man natürlich nicht machen, wenn man direkt über Lava ist. Die gefährliche Aktion, die ich gerade gebracht habe. So, dann würde ich sagen, bauen wir mal hier unten. So, das ist dann unser Aufstieg nach oben. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir unbeschadet hier reinkommen. Oh, Glowstone. Komm zu Steffi. Scheiße, da ist Lava. Das ist einfach viel zu gefährlich hier. Das muss ich anders machen. Pass mal auf, ich reiß noch mal ein paar Steine hier ab. So, 40 sollten jetzt erstmal reichen. Und dann machen wir uns einen Abstieg hier runter. Und das machen wir natürlich auch mit einer Fackel. Also markieren. So. Na. Mein Gott, was man nicht alles für Glowstone macht, ey, man riskiert sein Leben. So, dann bauen wir uns hier noch eine Plattform. Und mit den restlichen 9 versuchen wir hier noch einmal in die Breite zu gehen. So. Jetzt können wir. Machen wir das so. Glowstone, alles uns. Ich darf nur nicht übermütig werden. Dann denken, weil ich jetzt hier einen Untergrund gebaut habe, mir kann nichts mehr passieren. Und dann mache ich einen Schritt zu weit nach links oder nach rechts und dann hänge ich in der Lava. Dann haben wir alles, was wir bisher abgebaut haben, verloren. Ein Stack, oh, und nur 23. Hängt da noch irgendwo einer, den wir nicht gekriegt haben. So. Glowstone haben wir schon mal. Und ich würde sagen, hier in den
Dingens. Hier graben wir uns später rein. Ich will jetzt nur noch eben schnell hier die paar Kristalle noch holen. Ein paar Steine, damit wir uns wie gesagt nach oben bauen können. Und vielleicht können wir uns ja sogar hier reingraben. Nehmen wir auch ein bisschen Stein von hier mit. Warum nicht? Mach nochmal hier eine Fackel an. So, 60 Steine, die reichen auf jeden Fall. Und das Feuer hier, das mag ich überhaupt nicht. Das lassen wir jetzt hier erst einmal. Und das hier mache ich aber zu. Kein Bock hier runter zu säbeln. Und dann gehen wir einfach mal wieder zurück. Zack. Und machen uns jetzt hier einmal größer. Und hier müsste das ungefähr sein. Ja, um einen Block habe ich mich jetzt vertan, aber... So, dann mache ich hier mal eine Fackel dran, damit wir wissen, beim nächsten Mal graben wir uns hier runter und beim nächsten Mal wieder hoch mit Leitern. So machen wir das. Weißt du was, den bringen wir jetzt einfach mal hier an. So, jetzt gehen wir aber auf in unsere Welt wieder, denn wir haben das, was wir wollten und hier muss ich das anders machen. So meinetwegen, aber nicht mitten im Weg. Denn unser Weg ist nur zwei breit und zwei breit mit einem Klotz drauf, heißt nur noch ein breit. Und ein breit ist scheiße, weil man kann dann runterfallen. So. Fackeln müssen wir uns auch wieder welche machen. Aber nicht jetzt. Und ich habe nicht mehr dran gedacht, zwei Erde übrig zu lassen. Dann nehmen wir das normale Gesteins jetzt hier. Und auf in die normale Welt. Was haben wir hier drin? Gar nichts. Okay, das ist sehr viel. Ach ja. Und es ist schon wieder Nacht. Warum auch nicht? Warum kriege ich jetzt Kopfschmerzen? Das gefällt mir überhaupt nicht. So, da sind wir wieder zu Hause und können uns direkt mal ein paar Glowstones herstellen. Zack. Die haben wir übrig und dann können wir nämlich hier... Ach, herrlich. Und ich glaube, dass ich das Ganze hier noch einen höher mache. Lol. Das sieht genauso aus wie das normale Halbgestein, also Kleingestein, Halbkleinsteine. Und was wir mal machen können, dafür nehmen wir mal das hier und das hier. Und dann machen wir uns mal ein Eisengitter. Die 26 tun wir mal besser weg, weil ich kenne mich. Nein. Ja, das sieht ja richtig gut aus. Zum Kotzen. Denk mal, man hat eine gute Idee und dann ist das doch keine gute Idee.
Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch einen Stein hätte und hier, dann würde das wahrscheinlich aussehen, ja. Das würde dann aussehen. Das heißt, wir holen uns nochmal das andere Gestein. Einmal brauche ich die Steinstiefchen. Und dich lege ich auch mal ab, erstmal so lange. Und Netherquarz auch. Da haben wir gar nicht so viel von abgebaut, ne? So, Diorit einmal. Ach ja, und die schöne Minecraft-Musik, wie ich sie liebe. So, und dann kommen hier nochmal halbe drauf. Das sieht einfach zum Kotzen aus. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das sieht einfach schäbig aus. Mann, in meiner Welt habe ich das. Habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte schon, mein Haus brennt. In meiner Welt kriege ich das so wunderbar hin. Und hier. Wie sieht das denn aus, wenn man hier noch kleine hin macht? Genauso zum Kotzen wie mit dem Großen auch. Was habe ich denn hier für Steine? Hä? Ach, die oberen sehen anders aus als die unteren. Na, da müssen wir doch mal hier was dran ändern. Dann machen wir das hier auch mal anders. Das kommt nochmal ab. Wahrscheinlich werde ich es gleich wieder dran bauen, aber ja. So. Und doch, ich muss den jetzt hier noch dran machen. Und dann aber oben, weil sonst kann ich, glaube ich, Nee, hier kann ich keine Blumenvase draufstellen, die würde schweben. Das sieht aus wie. Ja. Das gefällt mir alles noch gar nicht so. Hin. Was ist, wenn ich doch das hier wegnehme? Ich weiß ja nicht. So könnte man das vielleicht anbieten. Und jetzt möchte ich wissen, aber das dürfte eigentlich nicht funktionieren. Wo habe ich Lehm? Lehm, wo bist du? Nicht verstecken. Ja. Und Blumen. Ach, die sehen ja jetzt auch anders aus. Was haben wir denn hier? Eine Orange, eine Tulpe. Was passt denn gut noch da oben? Eine Margarite, eine weiße Tulpe nehmen wir mal mit. Ach, nee. Was nehmen wir denn noch mit? Sternlauch. Jetzt haben wir Orange. Mitnehmen, so als kleinen Farbtupfer. Machen wir mal, ne? Porzellansternchen möchte ich jetzt nicht mitnehmen. Schauen wir mal, wenn wir überhaupt Blümchen hier. Und wie man sieht, es geht nicht. Hier auch nicht. Das heißt, rein theoretisch gesehen müssten die hier oben hin. Und das würde funktionieren. Na, toll. Das heißt keine Blümchen.
Kacke. Naja, dafür haben wir jetzt hier Ofen oder was auch immer. So, die Küche. Wie gestalten wir die Küche? Hier sind die Türen. Wir könnten die Truhe hierhin verfrachten. Das muss dafür dann mal hier raus. So, du kommst weg. Du kommst weg. So, und was mache ich mit euch? Kriege ich das rund unter hier? Versuchen wir mal. Ja, hat ja wunderbar geklappt. Dann machen wir hier unten noch eine Truhe. Haben wir noch eine frei? Kies, Blume, Holz, Wolle. Andesit. Habe ich in der Holz... Nein, natürlich nicht. Dann tun wir mal kurz das hier rein. Und das. Machen uns ein bisschen Holz. Hallo? So. Machen uns zwei Truhen. Und hier kommt jetzt erstmal Redstone hin.